Jo, herzlich willkommen zu einem Let's Play, und zwar fangen wir an mit dem Tutorial zu League of Legends. Ich habe gesagt, ich habe schon ein Video vorbearbeitet, und ja, ich weiß gar nicht, sieht man die Maus? Werde ich dann später sehen. Ja, ich würde mal sagen, das Spiel wird interessant. Es ist ein MMORPG, also ein kostenloses Free-to-Play im Prinzip, um einfach zu sagen. Muss ich nur anmelden. Und wir machen jetzt einfaches Tutorial, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich hoffe, man hört mich jetzt überhaupt. Willkommen im League of Legends Übungsspiel. Ja. Das Ziel von League of Legends ist, die Verteidigung des Feindes zu durchbrechen und den Nexus im Herzen seiner Basis zu zerstören. Aha. In League of Legends kontrolliert ihr einen Champion, ein riesiges und heroisches Wesen. Jeder Champion hat einzigartige und mächtige Fähigkeiten, die ihn von anderen Champions unterscheiden. Ah. Keine Zweifel. In diesem Kampf steuert ihr Ashe, die Frostbogenschützin. Okay. Um euren Champion zu bewegen, klickt mit der rechten Maustaste auf ein Ziel. Mit der rechten. Bewegt Ashe zu dem Wegpunkt, den ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Ja, okay, dann lass mich halt mal machen. Wie geht das? Du kannst dich linke. Schneller als Ah, mein Pfeil. linke Maustaste, rechte Das glaubt. Maustaste. Der zweite Wegpunkt liegt in einem Bereich, der vom Kriegsnebel eingehüllt ist. Der Kriegsnebel steht für Bereiche der Karte, die weder von euch noch von euren Verbündeten eingesehen werden können. Okay. Dann lass mich halt hier hin. Bewegt Ashe zum zweiten Wegpunkt. Ich bin lieber oben auf. Ja, ist nett. Machen wir. Gute Gut. Arbeit. Ja, danke, danke, danke. Ich habe neben eurem Champion eine Gruppe von Übungslakaien beschworen. Was? Unter normalen Kampfbedingungen kämpfen Lakaien auf den Richtfeldern, bis sie getötet werden. Greift die Übungslakaien an, indem ihr einmal mit der rechten Maustaste auf sie klickt. Windschilder zu Euer Champion ist in der Stufe aufgestiegen. Ja, ich weiß. Haltet zusammen! Immer wenn euer Champion eine feindliche Einheit oder Struktur zerstört, erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Ah, gut. Das wird Auf auf eurer Leben. Erfahrungsleiste angezeigt. In den weiteren Stufen kann euer Champion seine Fähigkeiten verbessern. Gebt euren ersten Fähigkeitspunkt für Salve aus, indem ihr auf die Aufstiegsanzeige klickt. Ja, gut. Gut Mach ich. gemacht. Ja, danke, danke, danke. Ich weiß, dass ich. Was? An Platzierung. Welche? Oben? Und ne, eins probiert doch. Hier. Cool wie er, schätze ich mal. Okay. Alle Champions nutzen dieselbe Tasten. Platziere die Hand so, dass deine Fähigkeiten leicht zu nutzen. Um deine Fähigkeiten leichter zu nutzen. Richtig sehe, ist es das hier. Das ist QWRL. Ja, wird hoffentlich stimmen. Weiter. Ich habe eine weitere Gruppe von Übungslakaien beschworen. QWR, genau. Greift diesmal auf Ashes neue Fähigkeit Salve zurück, um alle feindlichen Lakaien auf einmal zu treffen. Wählt die Fähigkeit Salve aus, indem ihr mit der linken Maustaste auf ihr Symbol klickt. Bestätigt jetzt eure Schussbahn, indem ihr mit der linken Maustaste auf das Ziel klickt. Vorwärts! Schau ich mal hier. Ich würde mal sagen. Euer Champion wurde in der letzten Begegnung verletzt. Was? Als Beschwörer verfügt ihr über zwei Zauber, die ihr auf den Richtfeldern einsetzen könnt. Echt? In diesem Kampf ist einer davon der Zauber Heilen. Hey, das müsste F sein, oder? Stellt die Lebensenergie eures Champions wieder Geht her, was? indem ihr auf das Heilen-Symbol. Gute Arbeit. Ah, Ihr könnt euren okay. Champion auch heilen, indem ihr ihn zu seiner Beschwörerplattform zurückbringt. Warte mal Das kurz. ist jederzeit schnell möglich, indem ihr Rückruf zaubert. Wenn ein Champion auf seiner Beschwörerplattform steht, werden seine Lebensenergie und sein Mana schnell wiederhergestellt. Ach komm.
Muss bei mir mal leiser machen. Das ist so. So, Sprecherlautstärke, das ist jetzt hier auch mal Stimmenlautstärke, so. Ah, schon besser, aber ein bisschen zu, oder? Gut, ich hoffe mal, Musik mache ich jetzt nochmal ein bisschen zurück. Gut, weiter. So, die B-Taste soll man drücken. Ja, es fängt ja schon mal sehr interessant an. Also ich konnte mir anscheinend nichts heraussuchen, wen ich haben wollte. Finde ich ganz toll. B-Taste, Rückruf. Aber es muss nicht mitbekommen, für was. Wie ihr seht, habt ihr etwas Gold erhalten. Ja. Neben Erfahrung erhaltet ihr auch jedes Mal Gold, wenn euer Champion einen Lakaien tötet. Ich bekomme ganze Zeit Gold. Ihr erhaltet auch im Verlauf der Zeit regelmäßig ein wenig Gold. Ja, ich sehe es. Sehr interessant. Gegenstände für euren Champion. Ich habe jetzt kaum was verstanden. Öffne den Warenfenster, indem du auf den Händler oder auf das hervorgehende Kaufsymbol klickst. Wie muss ich draufklicken? Ah, so. Im Warenladen stehen viele Gegenstände zum Verkauf, aus denen zum Teil mächtigere Ausrüstungen hergestellt werden können. Aha. Ash hat bereits eine Stoffrüstung und eine Kettenweste in ihrem Inventar. Okay. Dies sind die beiden notwendigen Komponenten, aus denen ein Dornenpanzer kombiniert werden kann. Ah, okay. Kauf den Dornenpanzer, indem ihr in der Liste der empfohlenen Gegenstände auf sein Symbol doppelklickt. Habe ich. Ihr habt den Dornenpanzer gekauft. Er bietet hervorragenden Schutz gegen Feinde mit hoher Angriffsgeschwindigkeit. Aha. Ein verbündeter Beschwörer hat seinen Champion ausgesandt, um die feindliche Verteidigung zu durchbrechen. Okay, muss ich. Die Kamera frei und schwenkt auf die Schlacht, um ihren Fortgang zu sehen. Okay. Hab ich? Kann ich mich jetzt bewegen? Nein. Wie ist das wieder weg? Ja, wie kann ich mich? Ich kann sie freistellen, okay. Erst drücke die J-Taste, um die Kamera freizugeben. Schwenke dann zum Kampf, indem du die Maus an den Rand des Bildschirms. Mache ich ja. Es passiert nur nichts. Da geht bloß so ein komisches Fenster auf. Y-Taste. Kamera freien, indem du die J-Taste drückst oder indem du Feststellknopf rechts unten im Bildschirm klickst. Hier. Ah, okay. Oh nein! Da dieser Was? Champion den Geschützturm ohne weitere Unterstützung angreift, ist er seinen verheerenden Treffern voll ausgesetzt. Du kommst eine Aktion durchführen, das mal verbinden mit den interaktiven Matchmaking-Spielen werden. Verbündeten Champions, die angegriffen werden. Nun wird es Zeit für euch, zu den Waffen zu greifen. Jo. Geht auf die Strecke und trifft direkt auf den Feind. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mach ich. Wir sind unterwegs. Endlich können wir jetzt auch alles selber, ohne dass wir... Ich weiß noch, wir sind immer noch im Tutorial, das weiß ich. Bleibt hinter euren Lakaien. Was, mein Lakaien? Besser sie stecken den größten Schaden eines Angriffs ein als ihr. Aha. Okay. Und begib den Flankenangriff zurück. Ja. Bam! Weg ist das Ding. Gut. Läuft, dann kann ich schnell noch schneller angreifen. Ja. Helfe ich denen mal kurz. Sehen wir mal, wie nah sie harren. Ihr habt das Blatt zu euren Gunsten gewendet. Ja, habe ich. Schütze den gegnerischen Turm. Vergesst nicht, eure Lakaien zu eurem Vorteil einzusetzen. Wie kann man das? Kann man die irgendwie. Nee. Wenn ich jetzt noch ein bisschen näher rangehe, was passiert dann? Ah, okay.
Na super, jetzt wird die angerufen. Scheiße. Ich lass mal einfach weiter. Boah, Alter, Gott sei Dank. Ja. Kommt, nein. Ja, ist gut. Kann ja hier gar nicht. Das ist ein bisschen verwirrend. Gut, man muss. Ja, ich habe voll 16. Ah, dann machen wir es halt mal einfach. Ja, jetzt muss ich da hin. Ja gut, mich hat gerade jemand angerufen. Oh, das ist nicht ganz so einfach. Was mit der? Oh, Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Ich krieg heute den ganzen Tag Anrufe, ich kann kaum richtig aufnehmen. Wenn ein Inhibitor ausgeschaltet wurde, beschwört euer Nexus auf dieser Strecke super lang. Ah, okay. Holt euch nun den Sieg, indem ihr den feindlichen Nexus zerstört. Alles. Ich bin doch gerade dabei. Wäre halt mal schön, wenn die auch was machen würde. Das ist eigentlich B. Nein! Boah, das war doch gut. Boah, boah.